Sananda führt dich nun in die Mitte des Kristalltempels. Hier stehen zwei sehr erhabene und wunderschöne Kristallstühle in einem Kreis. Du stellst fest, dass dieser Kreis durch das Licht, das durch die Tempelspitze gebündelt in diesen Raum fällt, entsteht. Es ist golden und du fühlst dich sehr erhaben. Sananda bittet dich, Platz zu nehmen auf einem der Stühle. Er setzt sich dir gegenüber. Obwohl die Stühle aus Kristall sind, sind sie samtig weich und bequem. Sananda beginnt zu sprechen. Entspanne dich erst einmal und blicke zurück auf dieses Leben bisher. Gibt es Situationen, in denen du dich nicht so verhalten konntest, wie du es wolltest? Oder Situationen, in denen du aus Rücksicht auf andere deine Wahrheit unterdrücktest? Situationen, in denen andere deine Grenzen missachteten? Oder erinnerst du dich an Situationen, in denen du die Probleme von anderen zu deinen machtest? Gehe einfach zurück in deine Erinnerung und erkenne, was immer da ist oder sich dir zeigt, lasse es in dir aufsteigen. Lasse dir Zeit und atme dieses Erkennen, diese Situationen in dein Herz als Zeichen dessen, dass du sie anerkennst. Heiße diese Erkenntnis willkommen, denn jetzt ist der Moment, sie als das Heiligste zu achten.